Hallo und guten Morgen zusammen. Heute in der, ich glaube, 37. Kalenderwoche. Manchmal kommt mir das vor wie bei einem Formel-1-Rennen. 52 Runden ist die Renndistanz. Wir sind in Runde 37 oder 36. Nee, ich glaube 37 doch, ne? Und es sind noch einige Runden zu fahren bis zum Ende des Jahres. Wir haben noch einiges vor. Ja, und so haben wir einen neuen sommerlichen Start heute am Montag. Ein herzliches Willkommen an alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Die regelmäßig dabei sind, wissen es schon. Im Chat kann man die Fragen, die einen unter den Nagel brennen, formulieren. Wir versuchen dann auch direkt während der Sendung darauf einzugehen. Anregungen nehmen wir da auch sehr gerne entgegen. Und für nächste Themen oder so. Und heute haben wir wieder eine Sendung aus der Reihe ABC der Weiterbildung. Ja, jede Woche so ein bisschen gemischtes Programm. Manchmal kann man sich vorstellen, es ist wie so ein, wie hat man das früher gesagt, so ein Krämerladen, ne? Von allem etwas dabei. Ja, und das unser Programm spiegelt die Vielfalt unserer Zielgruppen im Bildungswerk halt wieder. Wir haben da natürlich die Teilnehmerinnen, die Teilnehmer vielleicht von Kursen, Seminaren. Aber wir haben natürlich auch als Zielgruppe die Menschen, die in Sportvereinen und Sportverbänden für die Weiterbildung vor Ort zuständig sind, die also dort als Multiplikatoren agieren und selbst Weiterbildungsangebote durchführen. Und die Reihe ABC der Weiterbildung wendet sich natürlich originär an diese Zielgruppe. Aber natürlich ist es total spannend, auch zu erfahren, wenn man also auf Teilnehmer, Teilnehmerinnen-Ebene ist, wieso denn solche verschiedenen Themen eben sich im Bereich der Weiterbildung finden. Und heute, also ich kriege ja immer so einen Buchstaben zugelost, das heißt der ABC der Weiterbildung, ich kriege ja immer einen Buchstaben zugelost und anschließend habe ich ein paar Tage Zeit, mich auf also sozusagen einen Begriff daraus zu suchen, wenn ich den Buchstaben habe, und anschließend das Thema so weit aufzubereiten, dass man so ein bisschen die Hintergründe dazu versteht und vielleicht auch schon eine Anregung oder eine Idee bekommt, wie man das in seinem Sportverein oder im Sportverband auch umsetzt. Und heute haben wir ja das Thema K wie kulturelle Bildung. Und da fragt man sich natürlich, so, da startet die Präsentation. Ich muss jetzt hier so ein bisschen jonglieren. Zack, so, jetzt gucke ich mal, dass ich hier so ein bisschen die Kontrolle bekomme. K wie kulturelle Bildung. Da fragt man sich natürlich, was hat denn das überhaupt mit einem Sportverein zu tun? Und jo, aber wir müssen ja hier nicht nur über Angebote in Sportvereinen sprechen. Man kann ja auch überlegen, wenn ich das jetzt selber für mich nehme, ja, wann habe ich denn zuletzt irgendwie mich mit kultureller Bildung als Mensch beschäftigt? Und dazu müsste man natürlich erstmal gucken, das gehört mal so dazu, das einzuordnen, was ist kulturelle Bildung, was versteht man darunter? Und dazu haben wir wahrscheinlich alle aus unserer Schulzeit Kunst- und Musikunterricht, kennen wir wohl. Und da fragt man sich, ist das schon kulturelle Bildung? Und ist man dadurch kulturell gebildet? Und lauter solche Fragen, die damit einhergehen, beziehungsweise wie lange ist das schon her? Ist das für mich noch gültig, was ich da so erlebt habe? Und wenn ich jetzt zum Beispiel an meinen Kunst- und Musikunterricht denke, also insbesondere an meinen Kunstunterricht, den ich im Gymnasium, glaube ich, sogar noch als Prüfungsfach hatte, ja, da ging es natürlich nicht nur um Malen, Zeichnen und Gestalten, sondern da ging es natürlich auch um sehr viel Kunstgeschichte im Hintergrund, um die Inspiration der Künstler zu ihrer Zeit. Also es war deutlich mehr als das künstlerische Gestalten. Und genauso war das auch bei uns im Musikunterricht.
Also da war nicht nur angesagt, was also Musikinstrument spielen, sondern eben auch, wie die Musik sich entwickelt hat über die Epochen hinweg. Und das zeigt schon so ein bisschen auf, wie vielfältig jetzt hier auch gleich das Thema sein wird. Ja. Und jetzt geht es natürlich darum, warum ist überhaupt Kunst und Kultur im Bereich der Bildung so wichtig? Und dann sagt man eben, ja, also kulturelle Bildung bedeutet eben auch bedeutet Bildung zur kulturellen Teilhabe. Warum ist das so wichtig? Denn man sagt, dass wenn man sozusagen in allen Bereichen des menschlichen Lebens, in allen Bereichen der Gesellschaft sich einigermaßen zu Hause fühlt, ja, dass man in dem Moment von einem geglückten Leben in seiner personalen, wie aber auch in seiner gesellschaftlichen Dimension spricht. Ja. Und also abgesehen davon, es gibt diesen Fachidioten, ja, der sich wirklich nur das eine kann. Und da denkt man dann schon, ja, der ist da vielleicht noch zum Experten geworden, aber dennoch darf dieser Fachidiot, ja, sollte er nicht auf diesem einen Bereich bleiben, sondern er sollte natürlich auch links und rechts von den Dingen etwas mitbekommen. Ja? Also man sagt, man hat erst dann ein geglücktes Leben, wenn man eine bestimmte Vielschichtigkeit erreicht. Ansonsten könnte man ja auch in der Schule schon relativ früh fragen und sich spezialisieren. Im Sport haben wir das ja auch so ähnlich. Ne? Also man sagt, so am Anfang sollte das eine breite Grundausbildung, eine breite sportliche Grundausbildung stehen und erst später sollte die Spezialisierung anfangen, nicht so eine Einseitigkeit hervorzuheben, so innerhalb des Sports. Und jetzt haben wir hier sozusagen nochmal was Gesamtgesellschaftliches. Also in unserem Fall, ja, ich bin absoluter Fan von sich jeweils mit anderen Lebensbereichen zu beschäftigen. Die regelmäßig zuschauen, die wissen, ich habe mal Mathematik studiert und auch Betriebswirtschaftslehre. Und ein bisschen geringschätzig habe ich gerne von sogenannten Mathe-Ehen gesprochen, damals während des Studiums. Das waren Paare, die sich im Studium kennengelernt haben, da beide Mathematik studiert haben, beide im selben Semester waren, beide die gleichen Veranstaltungen besucht haben und die tauchten irgendwie immer nur zusammen auf. Und waren dann natürlich auch beim Fachschaftsabend und beim Spieleabend. Und das Leben bestand nur aus Mathematik für sie. Das mag Vorteile für das mathematische Studium gehabt haben. Jo, man kann sich die Arbeit ein bisschen aufteilen. Aber der Horizont fehlte dann aus meiner Sicht. Ich habe mich dann lieber mit Menschen beschäftigt, die ganz was anderes studiert haben, die vielleicht gar nicht an der Uni waren, sondern hier in Trier dann damals an der Fachhochschule. Und dann im Bereich Gestaltung, ne, viel mit Innenarchitektur, Architektur, beziehungsweise Produktkommunikation, also Werbekommunikation, Grafikdesign. Ja, um einen ganz anderen Bereich zu haben. Und gleichzeitig habe ich ja noch Sport gemacht. Ja, und damit hatte ich im Prinzip drei Lebensbereiche abgebildet. Und das hat mich persönlich einfach immer glücklicher gemacht, in mehreren Bereichen zu Hause zu sein und dort dann eben auch am Geschehen in diesen gesellschaftlichen Teilen zu partizipieren. Ja, also das mal so als mein persönlicher Hintergrund. Dreiteilung ist immer, finde ich, eine gute Geschichte. Ein bisschen was Körperliches, ein bisschen was Geistiges und ein bisschen was zum Abstrahieren. Mit diesen Gedanken trete ich natürlich auch gerne jetzt an euch heran, das ebenso zu tun. Ja, wie gesagt, kulturelle Bildung bedeutet Bildung zur kulturellen Teilhabe. Und jetzt muss man natürlich sich noch überlegen, was bedeutet Kultur? Wir haben ja unterschiedliche Kulturbegriffe und es gibt mal diesen weitergefassten Kulturbegriff. Also da geht es eben so um diese typischen Erscheinungen in so einer Gesellschaft. Dass man spricht, das ist unsere Kultur, unsere Leitkultur, das, was man häufig so auf diesen politischen Ebenen hört.
Aber wir meinen bei kultureller Bildung im Erst, also die Kultur im engeren Sinne. Also tatsächlich das, was bildende Kunst, Literatur, die darstellenden Künste, Musik, aber auch Design, Architektur bedeutet. Also so wie ich das eben gerade aus meiner Studienzeit mitgenommen habe. Ich habe da keine Vorlesung zu besucht. Ich habe einfach Freunde und Bekannte aus diesem Bereich gehabt. Und das Tolle war, und das ist nochmal so ein kleiner Einschub, die habe ich natürlich nicht da an der Hochschule getroffen, sondern diese Menschen habe ich beim Sporttreiben gefunden. Und da merken wir schon, wieso dem Sport eine besondere Bedeutung in diesem Zusammenhang zuteil werden kann. Ja, also der Sport war für mich der Katalysator, in die unterschiedlichsten Lebensbereiche reinzukommen, denn irgendwie ganz viele Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen machen Sport. Und im Sport trifft man sich. Und ja, dann blieb es nicht aus, dass man sich nicht darauf reduzierte, sondern es gab eben Leute, die da hineingingen. Also wir meinen hier den enger gefassten Kulturbegriff, wo es tatsächlich so um das Gestalten, Darstellen und so weiter geht. Mal. Zack, eins weiter. Naja, und dann müssen wir noch mal kurz einsortieren, was Bildung bedeutet. Der letzte Satz ist eigentlich mein Lieblingssatz. Ich sage mal, man kann nicht gebildet sein, denn das ist keine absolute Größe, sondern eine relative, die im Fluss ist. Ja, weil wir haben veränderte Lebenswelten, wir haben Veränderungen. Und jemand, der vielleicht vor 10 Jahren gebildet war, der stehen geblieben ist, der ist heute eben nicht mehr gebildet. Der war mal gebildet. Vielleicht ist er jetzt noch eingebildet. Ja. Und genauso füge ich mal direkt an, dieses Wort Ausbildung ist auch ein Wort, das mir nicht gut gefällt, weil es signalisiert, man könnte da mal mit fertig sein. So, man ist jetzt ausgebildet, fertig. Und dann schmunzle ich, dann sage ich nämlich in den Übungsleiter Ausbildungen gerne mal. Also wenn ihr hier fertig seid mit dieser Ausbildung, dann seid ihr höchstens eingebildet, zum Beispiel ein Übungsleiter zu sein. Dann würde ich sagen, nein, ihr seid jetzt auf dem Pfad, ein guter Übungsleiter zu werden. Aber das kennen wir auch aus anderen Bereichen, Kartenspielen, Skat oder so. Also nur weil ich die Regeln kann, heißt es das nicht, dass ich sehr gut Skat spielen kann. Ja, also Bildung ist ein Ergebnis, den man im Prinzip, das man braucht, um sein Leben selbstverantwortlich und erfolgreich gestalten zu können. Ja, wir vergleichen Bildung sonst gerne irgendwie ja unsere Schulbildung. Ja. Die reicht nicht aus. Ja, das ist ein Einstieg. Genauso wie in der Übungsleiterausbildung eben die Ausbildung. Die reicht nicht aus. Also Bildung ist ein fortwährender Prozess. Deswegen reden wir ja auch gerne als Erwachsenenbildner vom lebenslangen Lernen und eben von diesem prozessualen Zustand. Ich muss mich dann auch wieder, man weiß das mal so, ich versuche das ein bisschen verständlich zu verpacken. Ich bin bis zu meinem 18. Lebensjahr sehr, sehr viel geritten, Dressur geritten, geritten. Weniger so springen, ja, aber Dressur. Auch nicht so viel Freizeit ausreiten oder so, Dressur. Und mir hat man dann mal irgendwann mit 14, glaube ich, also ich habe mit 10, 11 angefangen, mit 14 habe ich reingeschrieben, Marco muss das Reiten als einen ständigen Lernprozess verstehen. Ja, anscheinend war ich da mit 14 der Meinung, ich könnte jetzt alles, ich hätte das alles gelernt. Ja, nein, dem war nicht so. Und dieser Satz, den man mir damals attestiert hat, der hat mich sehr geprägt. Ja, und der hat für mich im Leben zum Beispiel bedeutet, nie stehen zu bleiben, ja, sondern immer den nächsten Schritt auch zu gehen und vorzubereiten. Und das merken auch die Kolleginnen und Kollegen bei uns in der Organisation. Ja, dieses Stehenbleiben an einem Ort, und da sind wir jetzt, das gehört nicht zu meinen favorisierten Eigenschaften. Aber zur Bildung gehört eben auch zu dem Sachwissen,
Auch so Dinge wie emotionale Kompetenzen. Also man muss das auch schon vermitteln können. Und natürlich auch ganz wichtig, die Fähigkeit der Selbstreflexion. Und das ist dieser Bildungsbereich. So, und jetzt bringen wir beides zusammen, also diese Kultureigenschaften und die Bildung. Und dann fragen wir uns, stelle ich das in unserer Gesellschaft so fest, der Begriff kulturelle Bildung? Und dann denke ich, nee, im Moment sprechen wir ganz, ganz häufig über politische Bildung. Wir sprechen ganz, ganz häufig über Alphabetisierung. Wir sprechen ganz viel über Gesundheit. Aber das Kulturelle, das fällt so ein bisschen hinten über. Und man hat auch so diesen Eindruck, dass das einer bestimmten Schicht, einem bestimmten Milieu vorbehalten ist. Ich war vor einigen Jahren, das ist tatsächlich schon einige Jahre her, mal auf einer Diskussionsrunde. Da wurde eingeleitet mit Bildungsgeschichte zweier junger Menschen. Anne-Katrin aus einem Trierer Höhenstadtteil, also wer es weiß, da wohnen so ein bisschen die besseren Leute, wo die Eltern vielleicht schon mal Professoren, Anwälte oder Lehrer sind. Und Kevin aus Trier West, dessen Hobby war Fußball spielen. Naja, und die Anne-Kathrin, die ist von ihren Eltern zur Musikschule gebracht worden. Die hat an der Europäischen Kunstakademie Kurse belegt, ja. Und der wurde dann ein besonders tolles Leben beschieden. Und dem Kevin, der ja irgendwie in Trier West zu Hause war, was man in Trier kennt, eher so ein, war mal ein Problemviertel, sehr, sehr viel geschehen mittlerweile. Der hat dann irgendwie eine schlechte Karriere genommen. Und dieser Gedanke, der hat mich zutiefst gestört, schon diese Einleitung, dass als ich dann ganz zum Schluss das Schlusswort noch, meinen Schlusssatz sagen durfte, meinte, und die Ann-Kathrin ist mittlerweile mit dem vielen Geld ihrer Eltern in eine erfolgreiche Drogenkarriere gestartet und Kevin ist mittlerweile erfolgreicher Grundschullehrer geworden. Ja, weil es ihnen gelungen ist, aus den Möglichkeiten, die sie haben, etwas zu machen. Also, ganz wichtig, in der Realität spielt das gerade keine Rolle, aber wir wissen, dass kulturelle Bildung in jedem Alter eine gute Grundlage ist, um seine sozialen Kompetenzen die fürs Leben notwendig sind, bereitzustellen. Ja, und die Schwierigkeit in der heutigen Zeit ist, dass wir nicht zwingend alle Menschen erstmal erreichen. Ja, so wie ich das eben gerade von diesen zwei jungen Menschen beschrieben habe. Also auf der einen Seite haben wir jemanden, der vielleicht von den Eltern sehr, sehr in diese Richtung gedrängt wird. Und dann haben wir ja jemand anderes, der augenscheinlich eben nicht in dieser Stelle so gefördert wird. Und ich hatte schon direkt am Anfang gesprochen, habe gesagt, im Sportverein haben sich im Prinzip alle getroffen. Und das Einzige, was im Sportverein, sagen wir mal, damals nicht stattfand, war, dass der Impuls aus dem Sportverein herauskam. Also der Impuls, der kam halt aus mir persönlich heraus. Und dadurch, dass er aus mir persönlich herauskam, gab es natürlich auch nicht viele, die in diesem Bereich, sagen wir mal, sich so entwickelt haben. Und ich bin ein absoluter Fan vom Sportverein als Lernort, auch so für Erwachsene. Und ich meine, dass Sportvereine sich sehr viel, viel mehr zutrauen sollten, auch in anderen Lebensbereichen Angebote zu machen, auch offene Angebote zu machen, die sich so an die Bevölkerung wenden. Denn letztendlich haben wir im Sportverein sehr, sehr viele Fachleute, Übungsleiter, Trainer, Trainerinnen, die ja, Bildung durchführen.
Ja, sie strukturieren ihr Training, systematisieren, haben Lernziele, wissen, wie sie mit Inhalten erreichen. Ja, also die sind schon pädagogisch gut aufgestellt. Also das Handwerkszeug ist da. Also geht es jetzt noch darum, dass sie auch mal in andere Themen hineinschnuppern. Und warum ist das so wichtig? Eben weil im Sportverein sich die verschiedensten Menschen treffen und wir über Angebote im Sportverein eben auch Menschen mit ganz unterschiedlichen Herkünften, die ganz unterschiedliche Zugänge zu Kultur oder auch zu kulturell kreativer Tätigkeit haben, dass wir für die Zugänge schaffen. Und eben nicht nur Angebote haben für Menschen, die sowieso schon aus ihrer Bildungsbiografie her dafür prädestiniert sind. Ja, also das ist der Gedanke. Also der Sportverein versammelt eine bestimmte Breite, Anzahl verschiedenster Menschen. Und wir wissen, dass Angebote von Organisationen, bei denen man sich wohlfühlt, eher angenommen werden als Angebote von fremden Organisationen. Also ein Gedanke zum Beispiel, als Fußballmannschaft von Jugendlichen, wenn da beschlossen wird, wir gehen zusammen ins Theater, dann geht man sicherlich leichter zusammen ins Theater als jemand vielleicht alleine, wenn er sich nicht sowieso traut, ins Theater zu gehen. Ja? Also unter der Voraussetzung, ich traue mich nicht, dann gehe ich eher mit meiner Fußballmannschaft dort hin. Ja, das ist so der Gedanke. Und das Gleiche gilt für diesen gesamten Bereich der Grundbildung. Ja, früher ist man von Grundbildung ausgegangen, Lesen, Schreiben, Rechnen. Aber mittlerweile braucht man eben auch ein Basiswissen in Gesundheit, ein Basiswissen in Finanzen, ein Basiswissen eben zu Kultur. Und wo kann man das am besten machen? Da, wo man sich wohlfühlt. Wieso? Und das machen die Sportvereine schon zum Thema Gesundheit. Also wir stellen fest, es gibt Ernährungskurse in Sportvereinen. Es gibt insgesamt Kurse zu Belastungssteuerung, ja, also auch so sehr gesundheitsorientierte Themen. Wieso sollte es nicht auch im Sportverein ein Thema geben, Kredite zu aktuellen Fragen von Steuern und. Und eben zur Kultur. Ja, ideal eigentlich. Und da fragt man sich ja immer, wann soll ich das denn noch als Verein machen? Ja, wir machen doch schon so viel, wir haben die Trainingszeiten, wir haben dieses und jenes. Und ich habe dafür eigentlich schon einen recht guten Gedanken, hoffe ich. Aber kurz und knackig. Wie kann so ein Sportverein das zum Beispiel umsetzen? Ja, also im Idealfall spricht er mit einer Mitarbeiterin, mit einem Mitarbeiter vom Bildungswerk des Landessportbundes vor Ort in einem unserer 6 Beratungszentren. Und versucht da was zu klären. Ansonsten, für die, die da alleine rangehen wollen, also wann ist der ideale Zeitpunkt für so etwas? Klar, in der trainingsfreien Zeit. Wenn ich mir anschaue, wie in sehr vielen Mannschaftssportarten Reise früher nach Mallorca geplant wurde, um damit irgendwie einen tollen Saisonabschluss zu feiern. Aber wenn man überlegt, mit wie wenig Aufwand man auch 2, 3 Besuche an einem kulturellen Ort organisieren könnte, beziehungsweise an einen Kurs zu organisieren, wo es um Musik, darstellende Kunst geht und Kreativität geht. Ja. Und dann sagt man, ja, das habe ich aber noch nie gemacht. Ja, nach Mallorca, da habe ich dann einfach mein Reisebüro, das Reisebüro meines Vertrauens gefragt und dann haben die mir die Reise dahin organisiert. Ja, oder ich habe sie selber organisiert. Und schon bin ich wieder beim nächsten Punkt. Wie funktioniert das? Ja, mit vorhandenen Kompetenzen bei den eigenen Mitgliedern. Da muss man eben mal schauen. In der Regel findet man da sehr, sehr viel. Und wenn da nicht direkt was gefunden wird, dann eben in Kooperation mit den unterschiedlichsten Kulturanbietern. Was meint ihr, wie die sich freuen, wenn ihr da anruft und sagt, hier, ich bin vom Fußballverein XY oder ich bin hier Basketball oder ich habe hier eine Turnriege und wir haben vor, in unserer trainingsfreien Zeit
unseren Horizont zu erweitern. Also, ihr habt gerade gemerkt, bei der Reise nach Mallorca macht man das nicht anders. Also man fragt jemanden, der sich damit auskennt, der einen das organisiert. Ja. Und was kann man da tun? Das geht in Theorie und Praxis. Also wenn ich jetzt mal im künstlerischen Bereich bleibe, dann kann das eine Mischung sein aus Vortrag, Besuch eines Museums und einer eigenen Durchführung, Darstellung. Also Hintergrund, wir wollen ein Museum besuchen zum Thema Kunst, wo vielleicht auch gerade eine Ausstellung läuft. In der Theorie vorab beschäftigt man sich vielleicht mit dem Künstler, mit der Epoche, in der er gelebt hat, den Techniken, die er angewandt hat. In einem nächsten Block besucht man das Museum qualitativ. Also nicht einfach hin und dann die Hälfte sitzt draußen und spielt Karten, sondern man organisiert sich einen Führer, geht damit durchs Museum, bespricht verschiedene Dinge. Und dann in der dritten praktischen Phase setzt man diese Methoden selber um. Hat man ein wunderbares Programm für die trainingsfreie Zeit nach der Saison und auch für die Zeit, falls wir nochmal einen Lockdown kriegen sollten. Dann sollte man nur das mit dem Museum vielleicht vorher erledigt haben. Aber da gibt es auch schon ganz, ganz viele tolle digitale Möglichkeiten. Ja, die Durchführungsformen sind Workshops, Kurse, Exkursionen, also richtige Erwachsenenbildungsdimensionen. Und wenn die ganze Geschichte in eigener pädagogischer Verantwortung liegt, ist auch ein Zuschuss durch das Bildungswerk möglich. Ja, also das Einfachste ist natürlich, man meldet sich mit einer Gruppe einem Museum an und lässt sich einen Tag planen und gibt sich komplett in die pädagogische Verantwortung dieses Kulturanbieters. Wenn man selber Einfluss nimmt, ja, und sehr viele eigene Bestandteile drin hat, dann ist man in einer eigenen pädagogischen Verantwortung und dann ginge das eben auch mit dem Zuschuss des Bildungswerkes. Wir würden uns so oder so freuen, wenn wir solche Dinge feststellen, dass das im Sportverein stattfindet. Ja, dann blende ich das nochmal ein. Wann? Trainingsfreie Zeit nach der Saison. Wie? Mit vorhandenen Kompetenzen bei den eigenen Mitgliedern, in Kooperation mit den unterschiedlichsten Kulturanbietern, Theorie und Praxis. Workshops, Kurse, Exkursionen, wenn in eigener pädagogischer Verantwortung ein Zuschuss möglich. Ja, und das ist ja nicht schädlich. Ich habe letztens noch mal eine wunderbare Dokumentation gesehen, da ging es eher um Kinder im Grundschulalter, wo sich schon die Jungs mit typischen Mädchenberufen beschäftigten oder ja, und Mädchen mit typischen Jungsberufen, wo aber jeweils ein Vertreter des anderen Geschlechts da war. Also es war irgendwie typischer Jungsberuf, Pilot, wer war da? Eine Pilotin. Typische Frauenberuf, Kindergärtnerin, wer war da? Ein Kindergärtner. Und hat sich mit den Jungs dann entsprechend beschäftigt. Das war sehr, sehr interessant zu sehen, welche Aufgeschlossenheit dadurch entsteht. Und man sollte nicht unterschätzen, und wie viele Leute an sowas teilnehmen würden. Und was dann gesagt wird, wow, toll, dass mein Sportverein das anbietet. Also Kunst und kreatives Gestalten, das fördert Kreativität, Flexibilität, man kann improvisieren, man kann das alleine machen, man kann das im Team machen. Wunderbar für jede Mannschaftssportart, aber natürlich auch für alle Sportarten, wo in Gruppen trainiert wird, auch wenn es Einzelsportarten sind. Das Gleiche gilt natürlich jetzt auch in der Dimension mit IT, kulturelle Medienbildung. Da sagt man dann vielleicht schon als Sportverein, das ist schon schwieriger, so mit Endgeräten, aber ihr könntet euch beim Bildungswerk, wir haben so mehrere Tablet-Klassen, so eine Tablet-Klasse ausleihen für eine Woche und damit einen Workshop, ein Seminar konzipieren. Zum Beispiel, und ich nehme das jetzt mal, wie stelle ich
Bewegungsfortschritte, Übungsfortschritte mit Hilfe eines Videoprogramms da. Ja, betreuen wir euch auch gerne bei. Ja, zum Beispiel, wie sieht eine Bewegungsausführung am Anfang aus? Welche Übungen gibt es? Man führt die durch und anschließend schaut man sich die verbesserte Übungsform an. Das Ganze dokumentiert man per Video und ja, präsentiert das. Kulturelle Medienbildung im Bereich der Digitalisierung. Natürlich kann man auch, vielleicht für die jüngeren Leute erstmal nicht ganz so spannend, aber auch so für Ältere, in den Bereich der Kunst, Kultur und Literaturgeschichte eintauchen. Ich drehe das Ganze mal um. Also es gab mal eine Organisation in Trier, das Begegnungsforum Haus Franziskus. Das war dafür bekannt, dass es sehr viele Kultur-, Kunst- und Literaturveranstaltungen hatte. Ja, und was fand da noch statt? Buhl, und einmal in der Woche donnerstags ist man nach Bad Bertrich gefahren, wenn mich nicht alles täuscht, ja, und schwimmen gegangen. Also sozusagen genau das Konträre gemacht. Und so denke ich auch, lassen sich natürlich wunderbar Lesungen generieren. Ich erinnere mich, der Silvesterlaufverein in Trier hat das mal auch super vorgemacht. Der hat dann den Dieter Baumann eingeladen zu einer etwas anderen kulturellen Veranstaltung. Daher lässt sich jetzt drüber streiten, ob das selbst Erwachsenenbildung war. Ich würde mal sagen, die reine Durchführung nicht, aber das, was an Vorbereitung, Nachbereitung in Seminarform stattfand, das schon. Also es kann auch locker sein. Ja, und jetzt so zum Ende der Sendung kann man natürlich auch schon fragen, welche Sache möchtest du als kulturelles als nächstes in deinem Sportverein umsetzen? Wir haben jetzt Anfang September die Leichtathleten, die werden im Oktober ihre Saisonpause haben. Fußball hat jetzt schon wieder begonnen, da sind wir ein bisschen spät dran, aber da gibt es auch eine Winterpause. Ja, was könnte man da umsetzen? Was lässt sich da reinstarten? Das muss kein Ölgemäldekurs sein, aber eine Idee, eine Aufforderung, die ich an dieser Stelle hätte, wäre zu sagen, guck dich mal in deinem Kreis um und versuche freischaffende Künstler zu finden, beziehungsweise Organisationen, die sich mit Kunst und Kultur beschäftigen. Und die überhaupt mal anzusprechen und mit denen ins Gespräch zu kommen. Und dann zu sagen, ja, was könnten wir gemeinsam machen? Ähnliches entdecke ich immer wieder eben in anderen Bereichen. Also da stelle ich fest, dass ich meine, die Damenfußball, also eine da Trierer Damenfußballmannschaft holt sich einen Triathleten, um dann mit dem Triathleten ein Stabilisierungsprogramm durchzuführen. Ja, also wenn ein Sportverein das kann, ja, dann kann ein Sportverein auch sagen, ich hole mir einen Medienpädagogen, ich hole mir einen Maler, einen Musiker, einen Sänger, man könnte die verschiedensten Dinge da tun. Ja, und sein Leben bereichern. Das führt zu glücklicheren Menschen, und glückliche Menschen sind dagegen erfolgreichere Menschen. Ja, nicht erfolgreiche Menschen sind glücklich, sondern ja, andersrum. Und damit setzt man auch im Sportverein eine gute Grundlage für guten Erfolg, gute Leistung. Und vielleicht werden wir in den nächsten Wochen und Monaten auch gezwungenermaßen wieder im Sportverein sehr viel mehr Zeit haben, uns mit Dingen zu beschäftigen, die nicht unbedingt mit Sport zu tun haben. Ja, das war heute mein kurzes Intermezzo zu K wie kulturelle Bildung und wie man das vielleicht auch im Sportverein oder wo man das auch im Sportverein umsetzen sollte. Ich gebe jetzt noch einen Blick in die Woche hinein. Morgen geht es
weiter um 11 Uhr mit meinem Kollegen und Reiseexperten Frank Hartmann. Da geht es um Schweden, den Stockholmer Schärengarten. Das ist um 11 Uhr am Dienstag. Am Mittwoch geht es um 18 Uhr um das Thema Digitalisierung in der Weiterbildung, das Angebot des Bildungswerkes für Sportvereine und Verbände. Am Donnerstag, schön um 11 Uhr, eine wunderbare Veranstaltung zum Thema gesunder Schlaf. Man denkt dann irgendwie immer an Einschlafen, Durchschlafen, meistens so ältere Menschen. Das aber auch schon ganz, ganz viele junge Menschen, Jugendliche, aber auch Menschen so im Studierendenalter Probleme mit Schlaf haben, werden wir da auch thematisieren. Das ist um 11 Uhr. Und am Freitag, den 11. September, schließt unsere Kollegin Sigrid Quint die Woche ab mit einem lustigen Querdenker-Rätsel. Da gab es bereits zwei Teile. An diesem Freitag gibt es den dritten Teil. Also ihr merkt wieder, eine vielfältige, spannende Bildungswerk-Live-Woche. Wir freuen uns, wenn ihr regelmäßig zuschaut. Solltet ihr das Live-Programm einmal verpassen, auf bildungswerk.live könnt ihr alle Sendungen im Real Life anschauen. Ich danke euch jetzt für eure Aufmerksamkeit. Verbleibe mit bestem Gruß, euer Marco.